Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer Karriere hier in F1 2012. Wir sind heute beim 6. Rennen der Saison und zwar beim großen Preis von Monaco. Falls ihr die ersten 5 Folgen dieser Saison verpasst habt, könnt ihr gerne oben rechts im Video auf dieses i klicken. Dann kommt ihr zur Playlist von dieser Karriere hier. Und ja, ihr seht hier die momentane WM-Wertung, sag ich mal. Wir liegen dort auf dem 6. Platz mit 37 Punkten. Und das sind, glaube ich, wenn ich mich nicht verrechne, nur 7 Punkte, die wir hinter Alonso sind. Also wenn wir ein gutes Rennen hier haben in Monaco, dann könnten wir da eventuell vorbeikommen. Und vielleicht mit bisschen Glück, sage ich mal, auch noch an Grosjean. Also die beiden sind auf jeden Fall noch so in Reichweite, sage ich mal. Oh ja, Monaco ist so ziemlich meine Lieblingsstrecke. Das ist auf jeden Fall die ich am besten kann, würde ich so sagen. Wie das in diesem Spiel ist, weiß ich nicht, weil hier ist das Handling so ein bisschen seltsam, finde ich teilweise. Aber naja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine gute Chance für uns, vielleicht ein Podium mitzunehmen, vielleicht sogar noch mehr. Mal sehen. Ich würde aber sagen, Leute, wir gehen direkt in Q1 hier in Monaco. Boah, alles klar, der übergibt mir hier die Kontrolle mitten in dieser scheiß Schikane, Alter, willst du mich verarschen? Oh, kann man hier im Tunnel. Na, oh, das DRS wird im Tunnel hier deaktiviert, ey, voll der Scheiß. Oh, untersteuern nicht so. Holy shit, Alter, was geht? Okay, das war auf jeden Fall keine perfekte Runde, Leute. Aber wir machen nochmal DRS auf. Das müsste reichen, um aus Q1 immerhin rauszukommen. Ich meine, das ist nicht so die größte Kunst. Eine 1:15.5. Ich glaube, das ist keine überragende Zeit, aber ja, wie gesagt, für Q2 müsste das locker reichen. Okay, anscheinend war das sogar eine gute Zeit. Holy shit, wir sind 1,8 Sekunden. 1,7 Sekunden jetzt vor Alonso. Okay, also die Runde war jetzt echt nicht so brillant. Ich hätte auf jeden Fall noch schneller fahren können. Wow, Leute, wir werden das hier echt gewinnen, also Q1 gewinnen. Okay, das ist aber sehr gut, weil ich meine, das Qualifying ist in Monaco schon so das halbe Rennergebnis, sag ich mal, normalerweise. Aber wow, okay, das ist überraschend. Wir sind auf Legende, das verspreche ich euch. Ich glaube, das kann man hier nicht zeigen. Nee, kann man nicht. Aber wir sind auf Legende, das ist ja, das ist krass. Die Runde war echt nicht so geil. Okay, Leute, Q2, wenn unsere Pace hier genauso stark ist wie vorhin in Q1, dann müsste das eigentlich kein Problem werden, hier durchzukommen. Ich mache mir sogar jetzt nach diesem Q1 gerade Hoffnung, dass wir hier auf die Pole kommen können mit einer wirklich guten Runde. Aber mal sehen. Erstmal müssen wir aus Q2 rauskommen. Und ich hasse es, dass man genau hier die Kontrolle bekommt, ey. Oh, yes, das war gut. Ah, jetzt aber nicht. Bisschen zu weit rausgekommen. Aber das war immer noch ganz okay, würde ich mal sagen. Oh nein, das war jetzt nicht so gut. Nein, 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 das war überhaupt nicht gut. Fast stehen geblieben und wir haben die Wand berührt. Scheiße, scheiße, scheiße. Alter, bleib auf der Strecke. Okay, das war jetzt aber gut. Also bis auf diesen einen kleinen Fehler in der Haarnadelkurve war das eine wirklich solide Runde. Oh, und jetzt nochmal so ein kleiner Fehler. Scheiße, das war nicht gut. Aber wenn wir immer noch so einen großen Vorsprung haben wie in Q1, dann müsste selbst das reichen. Das war genau die gleiche Rundenzeit, mehr oder weniger, wie in Q1. Und mal sehen. Also mich würde es überraschen, wenn wir damit immer noch Erster wären, weil ihr habt die Fehler gesehen. Das war echt keine perfekte Runde. Aber es scheint so, als wäre die KI hier in Monaco nicht so wirklich stark in 2012. Aber ich will mich nicht beschweren. Ja, Leute, ich glaube, das wird es auch gewesen sein. Ja, wir sind wieder Erster mit über einer Sekunde Vorsprung. Ja, das ist ich freue mich, ne? Das ist cool, aber das war echt keine gute Runde. Also ich verstehe nicht so ganz, wie die KI so langsam sein kann hier. Wir sind auf der schwierigsten KI-Stufe, ne? Das ist irgendwie interessant. Unser Teamkollege ist auch nur auf dem 14. Platz. Wir waren 2,3 Sekunden schneller als er. Mit so einer Runde. Alter, was hat die KI denn dann gemacht, dass die so viel langsamer noch sind? Weil ja, ihr habt so ein paar Fehler waren da drin, das habt ihr gesehen, ne? Das war echt nicht so. Ja, nicht so gut einfach. Und wir sind trotzdem so weit vorne. Okay, Q3, Leute. Ich will wenigstens hier jetzt mal eine wirklich gute Runde hinbekommen. Das ist so mein Ziel. Ich denke mal, wir sollten die Pole bekommen, wenn man sich mal die vorherigen beiden Sessions anguckt, wie weit wir da vorne waren. Ja, dann müsste das eigentlich nicht so das Problem werden. Aber ich will es wenigstens mit einer guten Runde schaffen, dass man wirklich mit der zufrieden sein kann. Weil bisher eigentlich beide Runden, die wir hier gefahren sind, in Q1 und in Q2, waren nicht so geil. Und ja, jetzt will ich wirklich mal eine gute Runde raushauen. Okay, letzte Kurve nochmal ordentlich mitnehmen. Auch das war nicht so geil, sondern nicht so voll am Limit, sag ich mal. Aber es war auf jeden Fall die beste Runde, die wir bisher gefahren sind. Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken, weil da jemand aus der Box gekommen ist. Aber, ja, okay. Wir haben ihn immerhin nicht umgebracht. Wir haben uns zwar fast umgebracht, aber ist alles gut. Es war eine 1:14.9, Leute. Und ich wage einfach mal zu behaupten, dass das für die Pole reicht. Sorry, Vettel, fahr. Ja, Leute, so ist es auch. 1,8 Sekunden. Boah, das ist heftig. Das habe ich echt nicht erwartet. Und das ist schon so der halbe Sieg, sag ich mal. Bei Monaco ist es echt nicht so leicht zu überholen. Unsere erste Pole in dieser Saison, Leute. Und was für eine Strecke.
um das zu machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh ja, damit bin ich echt zufrieden. Das war wirklich eine gute Runde. Wir haben unsere größten Rivalen in der WM, Grosjean und Alonso, die ja direkt vor uns sind, auf Platz 6 und 7. Also, falls wir es wirklich schaffen sollten, das zu gewinnen, was nicht leicht wird, weil in Monaco muss man erstmal ins Ziel kommen und das ist alles andere als einfach, aber ja, dann könnten wir auf jeden Fall die beiden in der WM überholen. Das wäre schon mal richtig cool. Und auch Hamilton, der die WM komplett dominiert bisher, ist nur auf dem 4. Platz. Also, das könnte ein interessantes Rennen werden. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem großen Preis von Monaco, Leute. So, hier sind wir jetzt also in der Garage vor dem Rennen. Leute, wir werfen mal einen Blick auf die Rennstrategie. Das ist eine Einstopp, logischerweise, weil es ja nur ein 25% Rennen ist. Und wir starten auf den weichen Reifen, weil wir die im Qualifying benutzt haben. Ja, das macht auch Sinn. Und mal gucken, also wir brauchen jetzt einen guten Start und dann müsste das mit der Pace, die wir im Qualifying hatten, eigentlich kein Problem sein. Aber in Monaco reichen halt so kleine Fehlerchen, die man macht und dann kann es ganz schnell vorbei sein. Also, ja, wir müssen auf jeden Fall das ganze Rennen überkonzentriert bleiben. Und ich würde sagen, wir gehen direkt auf die Strecke. So Leute, hier sind wir jetzt also auf unserer Pole Position. Da kommen gleich die 5 roten Lichter beim großen Preis von Monaco. Und wir brauchen jetzt wie gesagt einen guten Start und dann müsste das mehr oder weniger schon die halbe Miete sein. Da sind die 5 roten Lichter, Leute, und es geht los hier beim großen Preis von Monaco. Wir ballern direkt mal unser gesamtes Kers raus. Und ja, hier in Monaco ist es auch nicht so der längste Weg in die erste Kurve hinein, sag ich mal. Von daher war das relativ locker, diese Führung hier zu behalten. Und ich hoffe, dass wir jetzt einfach ein ganz langweiliges Rennen hier haben und das nach Hause bringen können. In Monaco gibt es keine langweiligen Rennen, weil selbst wenn man nur so alleine rumfährt, ist es trotzdem alles andere als leicht. Ja, genau sowas meine ich. Aber ohne Scheiß haben wir gerade richtig Glück, dass wir uns nicht weggedreht haben. Das war mega knapp. Oh, unser Teamkollege ist an der Box, okay. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Oh Gott. Ey, ich fahre wie ein richtiger Affe, ne? Oh, das war nice. Oh, das war mal eine gute Runde. Das könnte eine neue, schnellste Rennrunde sein. Okay, Leute, so ist es auch. Okay, wir können uns noch nicht so mega krass von Vettel absetzen. Es sind nur 2,4 Sekunden, die er hinter uns ist. Das heißt, es könnte bei den Boxenstops gleich nochmal echt interessant werden, wenn man dann, was weiß ich, wenn wir irgendwie aufgehalten werden von ihm oder so. Und dann ist er plötzlich vor uns, was ich nicht hoffen will, aber es kann immer passieren. Oh, endlich ist dieser scheiß Pöller weg, ey, der regt mich richtig auf. Oh ja, so muss man das fahren, ey, das habe ich im Qualifying kein einziges Mal so hinbekommen. Das war gerade perfekt. Es sind nur noch 1,9 Sekunden, also Vettel ist echt ordentlich am Start hier. Oh Gott. 1,4, was? Holy shit. Oh, Mann. Wir hätten schon so oft sterben können. Nein, das ist der scheiß Pöller wieder da. Okay, Leute, wir kommen an die Box. Das wird jetzt vielleicht so eine kleine Vorentscheidung. In diesem Rennen kommt Vettel auch rein. Nein, noch nicht, okay? Er bleibt noch eine Runde draußen. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist oder schlecht. Es ist wahrscheinlich eher egal. Aber wir können auf jeden Fall nicht aufgehalten werden in der Box. Ich habe da jetzt keinen gesehen, der direkt hinter uns reingefahren ist. Also das ist schon mal ganz gut, ich hoffe mal, dass wir jetzt mehr oder weniger freie Fahrt haben werden gleich, wenn wir rauskommen. Ja, so wird es sein. Perfekt, Leute. Jetzt müssen wir pushen, damit uns Vettel nicht überholt, wenn er dann stoppt. Okay, komm schon, das muss jetzt eine perfekte Runde werden. Oh, wir schließen so langsam auf an diese Schlange von Autos hier. Und ich hoffe mal, dass die jetzt alle in dieser Runde stoppen müssen. Weil sonst könnte das gleich ein bisschen problematisch werden. Okay, ja, die stoppen wirklich sogar fast alle. Irgendjemand ist da vorne noch draußen geblieben, aber der ist relativ weit weg. War Vettel schon an der Box? Ich glaube ja, Leute. Ich glaube, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn, Leute. Er ist hinter uns. Sehr gut. Oh, ich liebe Monaco einfach. Es macht so Spaß, wenn man so richtig im Flow ist. Ey, dieser scheiß Pöller, Mann. Wieso ist er immer wieder da? Und, Leute, die restlichen, die noch nicht an der Box waren, haben jetzt in dieser Runde auch gestoppt. Dadurch übernehmen wir wieder die Führung. Oh, war das gerade eng mit der Wand, ey. Genau sowas liebe ich an Monaco, muss ich sagen. Wenn man so richtig nah an die Wände rankommt und halt so richtig am Limit ist, sag ich mal. Neue schnellste Rennrunde von uns übrigens. Das ist auch sehr gut. Und ich liebe diese Strecke einfach. Das war gerade eng. Oh nein, das auch.
Wie haben wir uns hier noch nicht weggedreht? Das frage ich mich wirklich. Oh! Ja, jetzt fühle ich mich aber so langsam richtig wohl in diesem Auto. Also, ich denke nicht, dass uns irgendjemand hier schlagen wird. Das ist ein bisschen abgehoben, Kai. Was ist da los? Ich habe keine Ahnung, aber ich fühle mich gerade wirklich richtig wohl, ey. Das ist mega cool. Die einzigen, die uns hier noch zum Verhängnis werden könnten, sind natürlich diese ganzen Katikeans da, auf die wir gleich aufschließen werden wahrscheinlich. Dann, oh, dann könnte das nochmal ein bisschen brenzlig werden. Aber sonst könnte das hier schon fast safe sein. Obwohl, das darf man in Monaco nie sagen, weil es reicht halt wirklich ein Mini-Fehler und man ist weg. Der ist schon wieder da. Wieso? Oh, wieder neue schnellste Rennrunde. 16,6. Okay, der ist immer noch meilenweit weg von der Qualifying-Zeit. Also klar war die auf den weichen Reifen und mit weniger Benzin, aber trotzdem, da waren wir 2 Sekunden fast schneller. Das ist ein bisschen krass. Oh, ich liebe diese Kurve. Das ist wirklich eine meiner Lieblingskurven der gesamten Saison. Das macht so Spaß, wenn man da perfekt durchkommt. Oh, Pick, mein guter alter Freund aus dem letzten Rennen. Ich hoffe, du bist wieder so nett, aber ich glaube, wir könnten leider direkt in dieser Schikane an ihn rankommen, weil er wird hier wahrscheinlich etwas früher bremsen als wir. Ja, so ist es auch, Pick. Bitte geh aus dem Weg. Oh ja, ja, okay, er bremst einfach direkt vor uns ab. Das ist natürlich auch eine gute Variante, aber wir sind vorbeigekommen. Scheiße, Alter, dieses Schadensmodell ist auch so schlecht in dem Spiel, ne? Also in NFL 2016 wären wir da jetzt draußen gewesen, aber hier, oh. What the fuck, hör auf zu laggen. Was war das denn? Ja, aber hier, wie gesagt, ist das nicht so gut. Deswegen kann man sowas schon gut und gerne überlegen. Ich habe den Schaden auf voll, ne? Also das ist der beste Schaden, der möglich ist hier in F1 2012. Und was waren diese Lags da gerade, bitte? Oh, Alter, konzentrier dich, Kai. Es sind noch 4 Runden, Mann. Wenn wir das jetzt noch weghauen, ne, dann bringe ich mich um. Oh nein, ich sehe da vorne den ein oder anderen HRT. Das ist nicht so das, was man sehen will, wenn man ein Rennen anführt. Was? Wie habe ich das gesaved? Wir haben nur leicht... Oh mein Gott. Ich dachte gerade schon, wir haben es echt weggehauen, ne? Da, wow. Okay, Kai, Alter, es sind 3 Sekunden Vorsprung nur noch. Es waren schon mal 6 oder so. Ich sollte hier vielleicht nicht zusätzeln. Ey, wie haben wir das gerade überlebt? Ich habe keine Ahnung. Ja, da hinten sieht man Vettel schon hinter dem Marussia. Das wird nochmal knapp, wenn ich so weiterfahre. Ich bin so schlecht. Ja, Mann. Wie soll man denn nicht in diese Scheiße reinfahren? Das verstehe ich nicht. Okay, vielleicht sollte man die Kurve nicht abkürzen. Das wäre natürlich eine Option, aber das kommt nicht in Frage. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kaye, was mache ich? Ne, okay, Leute, jetzt ist der Sweat-Mode aktiviert. Das kann ja nicht angehen hier, dass der uns jetzt noch überholt, ne? Oh nein. Oh. Oh nein. Die fucking HRTs! Was ist los mit diesem Auto? Ey, man dreht sich voll leicht in so langsamen Kurven. Das war gerade schrecklich, aber was war los, ey? Oh Gott, nee, ich hab voll... Alter, Vettel ist direkt dran. Okay, Leute, ey, Kaye, bitte. Bitte, Alter. Wir kommen gleich in den letzten Sektor, Leute. Wir bleiben ab jetzt hier... einfach dran. Ich fahre jetzt richtig vorsichtig. Ich habe echt Angst gerade, ne? Ich weiß nicht, die Reifen sind entweder tot oder vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen der Frontflügel oder... oder irgendwie... vielleicht ist mein Skill einfach weg. Ich weiß nicht. Wir haben Vettel direkt hinter uns, aber hier hat er halt keine Chance, ne? Das ist halt Monaco. So, ganz vorsichtig mitnehmen hier, Raskas. Letzte Kurve, Leute. Und dich mitnehmen. Hier haben wir auch schon ziemlich großen Fehler gemacht, aber das wird uns keiner mehr wegnehmen. Das war nochmal spannend am Ende. Wir kommen über die Linie und gewinnen den großen Preis von Monaco, Leute. Oh Gott, ey, das hätte echt nochmal kritisch werden können, ne? Das hätte, wow. Ich hatte echt Angst jetzt in den letzten Runden nochmal. Ich habe das so in der Mitte des Rennens dachte ich mir schon so, ja, das wird locker. Da habe ich das nicht so richtig ernst genommen, aber dann haben wir so ein paar dumme Fehler gemacht. Dann sind die echt nochmal rangekommen. Aber man kann, denke ich, sehen, dass wir die Pace hatten an unserer schnellsten Runde. Von vorne.
Okay, neues Achievement. Wahrscheinlich, weil wir von der Pole aus gewonnen haben. Ja, Leute, okay. Es ist nochmal gut gegangen, aber das... Oh Gott, das war echt schrecklich. Grosjean und Alonso, die beiden, die in der WM vor uns sind, sind auf Platz 6 und 7 geblieben, da wo sie gestartet sind. Das heißt, wir werden ordentlich Punkte gut machen. Okay, wow. Ich bin ein bisschen fertig. Und ich sage immer, dass Monaco so meine Lieblingsstrecke ist, aber ich glaube tatsächlich, so viele Rennen haben wir hier noch gar nicht gewonnen, ne? Also ich meine, überhaupt in allen Karrieren. Ich glaube, in 2016 haben wir hier einmal gewonnen, im Ferrari. Und in 2015, glaube ich. Aber daran erinnere ich mich nicht mehr so ganz. Also vielleicht zweimal bisher nur, vielleicht sogar nur einmal. Das ist jetzt dann das zweite oder dritte Mal, je nachdem. Aber ja, es ist wirklich nicht leicht, ein Monaco-Rennen zu gewinnen. Und wir haben es geschafft, Leute. Es war nochmal knapp, aber es ist gut gegangen. Von daher, alles in Ordnung. Ich bin auch relativ froh, dass wir am Ende nicht mehr auf diese HRTs da aufgeschlossen haben, weil das wäre ja ein bisschen undurstig geworden, schätze ich mal. In der WM-Wertung kommen wir vor auf den vierten Platz. Wow, okay. Also das war ein richtig, richtig gutes Rennen für uns. Und es sind auch nur noch 35 Punkte, also nur noch 35 Punkte auf Lewis Hamilton, der das hier anführt. Also, ja, in Richtung WM ist, denke ich, noch alles möglich. Aber, ja, wir werden auf jeden Fall mehr Rennen brauchen wie diese hier, weil das Auto ist auch echt nicht so gut. Also, ich weiß nicht, was das war, teilweise in so langsamen Kurven, dass man einfach so wegrutscht. Ob das das Auto ist oder ob ich einfach irgendwie komisch gefahren bin, keine Ahnung. Aber das war echt nicht lustig teilweise am Ende. Und in der Konstrukteurs-WM sind wir wo? Ich sehe das gar nicht. Auf dem dritten Platz mit Williams. Wow. Okay, hat unser Teamkollege schon Punkte? Ja, 22. Okay, das geht sogar. Oh, das sind doch wundervolle Bilder. Das hätte ich gerne nach jedem Rennen. Aber ja, wir haben es uns, denke ich mal, verdient. Auch wenn es am Ende echt nochmal kritisch war. Und wären wir nicht vorne gewesen, vom Anfang an sozusagen, dann wäre das vielleicht echt nichts geworden, weil so brillant bin ich nicht gefahren, aber in Monaco reicht es halt oft schon, wenn man einfach vorne ist. Rosberg landet vor seinem Teamkollegen, ist natürlich unfassbar. Dann haben wir hier unseren aktuellen Rang, Leute, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ja, das war's jetzt von dieser Folge F1 2012. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder beim großen Preis von Kanada. Das sollte auch eine ganz vernünftige Strecke für uns werden, schätze ich mal. Und ja, wir kommen immer näher ran an die ganzen Führenden hier in der WM, Leute. Also langsam wird's richtig spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.